Tim LP. Hier wird simuliert. Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Tim und ich begrüße euch zu einem brandneuen Video hier auf Tim LP, zu einer neuen Folge meines LS22 Oldtimer Projektes hier auf The Old Stream Farm. Ja, und ich habe heute ein paar Sachen geplant und es gibt nochmal einen Hilfeaufruf von mir an euch. Und zwar in der letzten Folge haben wir ja Rüben geerntet. Habe ich hier mit einem alten Rübenernter, seht ihr hier hinter dem Güldner, haben wir die Rüben aus der Erde gezogen. Hier sind noch ein paar, die müssen noch geerntet werden. Aber hier liegt der ganze Acker, das ganze Feld 1 liegt voll mit Rüben. Und dann habe ich mir den Field Boss geschnappt. Der Field Boss hat hier einen Frontlader angebracht und einen Rübenkorb. Jetzt haben viele gesagt, weil ich Probleme hatte, die Rüben aufzusammeln, haben viele gesagt, die Schaufel passt nicht zu dem Frontlader. Der Korb passt nicht zu dem Frontlader. Ja, kann gut sein. Deswegen war es wahrscheinlich so schwer, die Rüben aufzuheben. Aber auch wenn ich eine Schaufel voll bekommen habe, dann sah man das fast gar nicht, weil hier so unendlich viele Rüben liegen. Also ich bräuchte wirklich eine Ewigkeit, um damit die Rüben in den Anhänger zu befördern. Es sind schon ein paar Rüben, wie ihr seht, hier in den Anhänger. Und wie gesagt, selbst mit voller Schaufel war das nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Und ich weiß, ich habe mich schon umgeguckt bei Forbidden Mods, was es für Möglichkeiten gibt. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Rüben mit relativ wenig Zeiteinsatz vom Acker in den Anhänger bekomme oder zum Abladen bekomme. Und da nochmal der Hilfeaufruf an euch. Wenn ihr eine Idee habt, wie ich das mit möglichst wenig Zeitaufwand erledigen kann, diese Rüben in den Anhänger zu bekommen oder generell, ja, wie gesagt, zu verladen zu bekommen, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Ich bin für jeden Tipp wirklich dankbar. Ja, genau. Deswegen in dieser Folge lassen wir die Rüben Rüben sein, lassen die liegen, weil ich noch Ideen habe, wie wir noch mehr Geld generieren können. Wir stehen geldtechnisch gar nicht so schlecht da. Wir haben 50.000 Kredite aufgenommen. Den Rest konnten wir alles so finanzieren. Aber ich möchte natürlich Einkommensquellen schaffen. Einkommensquellen haben wir schon mal die Kühe, die dann in Zukunft gut Milch geben werden. Unsere Milchkühe. Und ja, dann natürlich normalen Ackerbau. Und jetzt habe ich mir noch Gedanken gemacht, was wir noch machen können auf dem Hof erstmal von den 25.000, die wir noch haben. Die möchte ich auf jeden Fall jetzt investieren, um in Zukunft was davon zu haben, um in Zukunft, dass in Zukunft Geld reinkommt. Und ja, das wollte ich euch in dieser Folge mal erklären, zeigen, was ich so geplant habe. Und bevor ich euch das zeige, kurze Eigenwerbung wieder. Wer es noch nicht getan hat, kann sehr gerne kostenfrei meinen Kanal abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Und falls euch meine Videos gefallen, dann würde ich mich über Daumen nach oben freuen und über einen Kommentar. Auch wenn ich komme wirklich in letzter Zeit nicht dazu. Es gibt auch mehrere weniger Videos, werdet ihr festgestellt haben. 3 bis maximal 4 Videos die Woche, weil ich es im Moment nicht schaffe. Und ich schaffe es auch nicht, auf eure Kommentare zu reagieren, aber ich lese mir durch. Ich lese mir wirklich durch. Jeden Kommentar, der reinkommt, kriege ich eine Benachrichtigung, auch auf mein Handy, und ich lese es mir durch. Ich komme nur nicht dazu, zu kommentieren, und es tut mir auch wirklich leid. Also ich würde gerne die Kommentare alle kommentieren, aber vielleicht kriege ich das in Zukunft zeittechnisch dann besser hin. Ein Kommentar war zum Beispiel, dass der Field Boss komisch nach Modklau aussieht, und das habe ich schon mal kommentiert im Video, und es ist so. Also ich mache ja LS-Content und dabei greife ich auf Mods zurück. Die Mods hole ich mir von Seiten wie meistens von Forbidden Mods. Jetzt ist es so, wenn eine Mod geklaut würde und wird die da online gestellt und die Seite, die Mod-Seite hat die da noch online und ich lade mir runter und verwende die, dann kann ich da nichts für. Ich kann ja nicht wissen, welche Mod jetzt welche Mod legal, sage ich mal, auf dieser Seite zum Download ist und welche geklaut ist. Woher soll ich das wissen? Also, versteht mich nicht falsch. Ich finde Modklau total verwerflich, asozial und verurteile das, ganz klar. Aber ich kann ja nicht als User dann alles genau prüfen, mir Zeit ohne Ende nehmen, um zu prüfen, ob das auch wirklich die Originalmod ist und nicht geklaut ist. Ich weiß es nicht. Also, ich lade sie runter. Von
Seiten. Ich lade sie runter aus ModHub und vom Forbidden Mod. Und wenn der Fieldboss hier ein Modklau ist und illegalerweise zur Verbreitung auf diese Seite geladen wurde, dann tut es mir wirklich leid. Ich werde den jetzt weiterverwenden. Ich habe den Link auch in meiner Modliste, wo ihr alle Mods, die ihr hier seht, runterladen könnt, unten in der Videobeschreibung. Und wenn über diesen Mod der Fieldboss, wenn über diesen Link der Fieldboss noch online ist in Forbidden Mods, dann wird das nicht so wild sein, weil dann hätte den ja schon einer gemeldet und bei Forbidden Mods rausgenommen, ne? Also, versteht ihr, was ich sagen will? Ich finde ModClaw unterste Schublade. Ich finde das richtig scheiße und das sollte man nicht tun. Aber ich als User der Mods kann ja nicht nachvollziehen, welche Mod ist jetzt definitiv original und welche ist geklaut. Wenn jetzt ein LS Oldtimer zum Beispiel seine neueste Mod ankündigt und die auf Forbidden Mods veröffentlicht und ich die runterlade, dann weiß ich zu 100%, dass die nicht geklaut ist. Aber sonst, woher soll ich das wissen? Nochmal zu dem Kommentar. Ich werde auch in Zukunft, dann, wenn ich zumindest schon nicht die Kommentare kommentieren kann, das dann in den Videos auch so ein bisschen abfertigen. Ja, genau. Also, ich zeige euch jetzt erstmal, was ich vorhabe. Dann gehen wir mal auf den Hof. Und zwar habe ich schon häufiger von Gewächshäusern gesprochen und wir werden heute ein großes Gewächshaus bauen. Das werden wir jetzt direkt am Anfang tun, weil Gewächshäuser auch gutes Geld bringen. Ne? Ich habe auf Biofarm, wo ich mit den anderen gezockt habe, die Videos werdet ihr vielleicht gesehen haben bei mir auf dem Kanal, da haben wir echt gut Geld mit Salat gemacht in den Gewächshäusern. Ne? Also deswegen werden wir hier so für 10.000 Euro wirklich ein großes Gewächshaus erstmal platzieren. Ich habe schon geguckt, wo ich es hinsetze. Hier ist alles im Moment, also wir haben hier nicht, wir haben hier wirklich nicht allzu viel Platz. Man könnte hier noch eins hinstellen. Also wir werden, obwohl dann ist der Weg zu. Wir werden in Zukunft eh noch wahrscheinlich dieses Feld hier kaufen. Müssen wir mal in Zukunft gucken. Wir werden auf jeden Fall noch ein Feld am Hof kaufen und das noch mit Produktion und so vollhauen. Also wir werden noch Platz benötigen. Aber ich habe schon einen Platz ausgesucht, der mir ganz gut gefällt. Und zwar hier am Acker, hier am Rand. Da stört das Gewächshaus wirklich nicht. Und man kommt gut dran, man kommt gut an den Abladetrigger und man kommt gut ans Wasserfass. Deswegen werden wir hier jetzt das Gewächshaus hinsetzen. Das können wir direkt mal machen. Da ist es. Guck mal eben, ob das jetzt da gut steht. Also wie gesagt, hier stört es ja nicht. Und man kann noch auf dem Acker arbeiten. Genau, man kann hier noch arbeiten jetzt. Und das Gewächshaus steht eigentlich ganz gut. Wie gesagt, an den Abladetrigger kommt man gut dran. Ich werde noch das hier irgendwann überarbeiten. Also, dass das eine andere Textur ist, dass hier nicht so Gras ist. Aber das ist auch alles halb so wild. Also, das Gewächshaus steht. Und da werden wir wahrscheinlich erstmal auf Salat gehen. Das heißt, hier kommt jetzt in der nächsten Folge, richten wir das Gewächshaus ein. Das heißt, Wasser. Und dann bestimmen wir, was wir hier ansehen. Wobei, ja, schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr im Gewächshaus haben wollt. Tomaten, Salat, könnt ihr entscheiden. Machen wir dann in der nächsten Folge. So, jetzt haben wir noch 15.000. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich hole mir Schafe. Wir haben ja schon schön Kühe. Und jetzt holen wir Schafe. Und dann hätten wir wieder eine neue Einkommensquelle über Wolle. Habe ich mir jetzt so gedacht. Das heißt, ja, das heißt, wir holen jetzt erstmal Schafe. Dafür schnappe ich mir den Lanz, glaube ich. Den Eilanz hier. Ja, Schläuche mache ich ab. Schläuche ab. Hallo, will er jetzt nicht ab... Kann man den jetzt nicht abkoppeln, oder was? Hallo, ich will das Ding hier abkoppeln. Doch, hat geklappt. So. Den Hobel starten wir jetzt erstmal, dann holen wir unseren Tiertransporter und wir holen die Schafe nämlich immer direkt. Ich will das ja so originalgetreu wie möglich handhaben. Das heißt, wir fahren wirklich zum Tierhändler und holen die Schafe da ab. So, jetzt muss ich erstmal hier klarkommen. Erster Gang wäre schon nicht verkehrt. So, jetzt fahre ich hier. Das heißt, erster Gang. Fünfter Gang. So nehme ich. Fünfter Gang, erste Gruppe.
Da, genau. Hier steht direkt der Tiertransportanhänger. Den holen wir uns hier weg. So, vorsichtig. Rückwärtsgang reinknallen. Dann mache ich meine Außenansicht. Der Lanz, das ist wirklich eine Schönheit. Ich sage ja immer so, diese Eilands, finde ich, sehen so ein bisschen aus wie so ein Hot Rod auch. Ich kaufe mir übrigens auch bald einen Oldtimer. Noch keinen Oldtimer-Trecker. Einen Oldtimer-Trecker, den werde ich so im Jahr oder so holen. Dazu wird es dann auch Videos geben. Aber ich kaufe mir anderweitig Oldtimer. Ihr könnt ja mal in die Kommentare raten, was ich mir holen werde. Und dann werde ich vielleicht auch dazu mal ein Video machen. Hat jetzt nichts mit der Landwirtschaft zu tun. Aber ja, ist eine coole Sache. Ich freue mich total drauf. Ja. Und mal gucken, ob ich dann auch ein Video dazu mache. So, jetzt fahren wir erstmal zum Viehhändler. Der war ja, meine ich, relativ weit unten hier in der Map. Und da holen wir die erste Ladung Schafe. Das werden wir in dieser Folge machen und die dann schön in den Stall bringen. Und in der nächsten Folge, werden wir dann die Schafe versorgen, habe ich mir gedacht. Und das Gewächshaus einstellen. Und ich hoffe, dass ihr in der Zeit dann mir einen Tipp gibt, was wir dann mit den Rüben machen. Das ist wirklich, das liegt mir am Herzen, was wir da mit den Rüben irgendwie veranstalten. Wir haben ja schon gesehen, es gibt ganz gut Geld. Ich würde die erstmal einlagern und die wirklich in dem Monat wegfahren, wo es am meisten Geld dafür gibt. Das ist ja eine sinnige Geschichte. Ich weiß gar nicht, was Schafe kosten. Ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt. Wir werden uns einfach mal überraschen lassen. Boah, mit dem Eilands durch die Gegend zu fahren, macht halt unheimlich Spaß, ne? Wie der über die Straßen brettert. Ich bin gerade erst in das Safe Game reingekommen, deswegen, wenn man so ein bisschen rumfährt, ihr kennt das wahrscheinlich, wenn man connectet und dann so ein bisschen rumfährt, muss er den Shader noch ab und zu nachladen, deswegen gibt es ab und zu so ein paar kleine Ruckler. So, ich versuche mal den jetzt nicht groß die Karte wieder, wie sonst mache ich die ganz gerne mal die Karte zwischendurch so groß auf. Ich versuche das jetzt mal ohne. Ich bin ja schon mal bezüglich der Kühe schon öfter beim Viehhändler gewesen. Also dürfte kein Problem sein, den jetzt wieder zu finden. So, hier muss ich auf jeden Fall rechts an der Kreuzung. Stoppschild. Ne, wir wollen uns ja auch an die Verkehrsregeln an. 21, 22, 23 und ab geht die Luzi. Also für solche Arbeiten ist der Eilbulldog natürlich Gold wert. Ach genau, hier hatte ich doch noch einen Traktor, den ich schlampe so ein bisschen in letzter Zeit hier rum, ne? In dem Projekt. Auf Feld 41 steht noch der Fendt Farmer. Ich glaube, es ist der Fendt Farmer, der da rumsteht. Den muss ich auf jeden Fall noch zurück zum Hof holen. Weil das Feld ist ja komplett eingesät. Ja, da hinten steht der Fendt. Mann, Mann, Mann. Ich darf das hier nicht einreißen lassen. Ich habe so mit so viel Disziplin geordnet gearbeitet hier. Natürlich mit dem einen oder anderen Fauxpas. Aber sonst lief das eigentlich ganz gut. Aber jetzt schluder ich so ein bisschen rum. So, da steht auch noch der LKW. Oh, den LKW können wir noch verkaufen. Die LKWs, die ich habe, die sind ja fehlerhaft, die Mods leider. So ein Oldtimer-LKW mit Wechselbrücke, zeige ich euch jetzt mal. Der steht hier noch. Die können wir verkaufen, damit machen wir wenigstens ein bisschen Geld. Und wir können ja im Moment jeden Euro gut gebrauchen. Aber ich glaube, in Zukunft wird es finanziell ganz rosig aussehen. Aber wir werden in Zukunft auch noch mit ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Oldtimer-Mods zocken und neue kaufen. Und dafür brauchen wir halt Geld, ne? Ohne Moos nichts los hier. So, jetzt muss ich mich erstmal hier in dem Trigger stellen. So. Stell ich schön den Anhänger hier in den Trigger und dann lade ich da jetzt gleich die Schafe rein. So, richtig schön da rein. So, perfekt.
Rechte Tür öffnen, Verdeck. Ach, das ist von dem. Das ist von dem Traktor. Viehanhänger aufklappen. Ganz wichtig. So. Jetzt können wir hier Tiermenü öffnen. Und dann gucken wir mal. Schafe wollen wir. Landschafen. Schafe produzieren Wolle, die direkt verkauft oder weiterverarbeitet werden kann. Schafe fressen Gras und Heu. Ja, Heu haben wir noch ordentlich auf dem Hof. Außerdem benötigen sie Wasser. Okay, also sehr. Also brauchen wir nicht viel Aufwand, ne? Einfach Heu und Wasser und alles gut. Das ist ein Jungtier. Tiere, die gesund und älter als 8 Monate sind, können sich fortpflanzen. Also brauchen wir welche, die älter als 8 Monate sind. Alter 8 Monate. Ja, das machen wir doch. Aber was ist jetzt der Unterschied? Alpines Schaf. Tiere, die gesund. Im Endeffekt ist das doch egal bei den Schafen, oder? Black Welch. Wo ist denn der große Unterschied? Naja, egal. Wir nehmen der Bentheimer und in 8 Monate alt. So, und dann nehmen wir erstmal ein paar. Achso, mein Tiertransporter ist ja nicht so groß. Nehmen wir 9. Ich habe mich schon gewundert. Ich wollte jetzt schon richtig absahen. Da haben wir doch die Schafe. Ich hätte jetzt gern ein Bild. Ich mache gleich. Ich habe eine Idee für ein schönes Screenshot. Ich will nämlich immer, dass man den schönen Oldtimer-Traktor aussieht. Aber jetzt möchte ich auch die Schafe sehen. Aber da habe ich schon eine Idee, wie wir das hinbekommen. Naja. Wir verkaufen jetzt noch den LKW hier. Das werden wir noch tun in dieser Folge und ich habe gerade beschlossen, dass wir in der nächsten Folge hier genau dann weitermachen. Aber in dieser Folge werden wir noch den, ich will die Folgen auch nicht zu lang halten, deswegen werden wir jetzt den LKW verkaufen. Mähdrescher Diverses, ne, da ist der Bucher, was haben wir denn noch hier? Fällt das unter LKWs? Jetzt ist, ja super, jetzt finde ich die LKWs nicht, oder was? Oder wie, oder was? Oder fällt der unter... Ah ne, divers, ne? Aber diverses haben wir doch hier schon. Hm. Da, das diverse. So. Verkaufen wir. Oh, 20.000 bringt er. Ja, lecco mio. 17.000. Alter Schwede. Da haben wir jetzt nochmal richtig Kohle gemacht. Oh, jetzt haben wir 59.000. Ja, mal gucken. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Vergesst bitte nicht, in die Kommentare zu schreiben, wie wir das Rübenproblem lösen. Und wer es noch nicht getan hat, kann sehr gerne kostenfrei meinen Kanal abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Euer Tim, macht's gut. Ciao. Take a trip in the world. I gon' love you. Yeah.